beim Thema Gendersprache will die Linkskoalition auch hier Politik gegen den Willen der Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner machen. Das wird es mit der AfD nicht geben. Diese Zahlen wollen Berliner Politiker in Zukunft geheim halten. In 78 Berliner Schulen ist jeder zweite Schüler nicht deutscher Herkunft. 9 Brennpunktschulen haben einen Migrationsanteil von über 90%. Bildungsexperte Thorsten Weiß erklärt, wie besorgte Eltern mit der SPD-Bildungspolitik umgehen. Und Berliner Eltern setzen deshalb alles in Bewegung, um ihre Kinder nicht auf eine Schule mit einem hohen Anteil an Schülern nicht deutscher Herkunftssprache schicken zu müssen. Schulplatzklagen, Scheinummeldungen, Privatschulen. Und ich kann das gut verstehen, denn ich als Vater habe auch ein Interesse daran, meinen Kindern die bestmögliche Bildung zu geben. Das ist doch selbstverständlich. Leider will dieser Senat genau das verhindern. Statt sich zu fragen, warum Eltern, übrigens völlig unabhängig von ihrer politischen Verordnung, ihre Kinder lieber auf eine Privatschule schicken als auf die Brennpunktschule um die Ecke, erklärt die linke Koalition in ihrem Koalitionsvertrag einfach dreist, dass das Merkmal nicht-deutsche Herkunftssprache künftig nicht mehr für Einzelschulen veröffentlicht werden soll. Das Problem soll also verschleiert werden. Verschleiert und rechtswidrig verschwiegen. Laut einem Gutachten, das die AfD-Hauptstadtfraktion beim Wissenschaftlichen Dienst in Auftrag gegeben hat, darf der Senat diese Daten nicht geheim halten. Nach der geltenden Rechtsgrundlage im Land Berlin besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Zugang zu den statistischen Einzelschuldaten. Der rot-grün-rote Versuch, die Zustände an den Berliner Schulen zu verschleiern, wäre damit ein weiterer Rechtsbruch dieses Senates, dem sich die AfD-Fraktion entschieden entgegenstellen wird. Und bezüglich des Gutachtens, wir können da gerne unterschiedlicher Meinung sein, aber ich verspreche Ihnen jetzt schon mal hier und heute, dass wenn Sie diese Daten zukünftig nicht mehr veröffentlichen sollten, dass wir dieses Gutachten zur Grundlage einer Klage machen werden. Und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Das verspreche ich Ihnen schon. Euch gefällt dieses Video und ihr wollt keine unserer Infos verpassen? Dann abonniert doch einfach kostenlos unseren Kanal und folgt uns auch auf Twitter, TikTok, Instagram, Facebook und Telegram. Die Links findet ihr in der Beschreibung.